Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Ich muss mich, bevor ich hier den Part beginne, ja, bei euch entschuldigen, denn ich habe die letzten, ich glaube, das müssten 2 oder 3 Parts gewesen sein, ein bisschen rumprobiert, was jetzt so mein Mikro angeht. Ich habe ja zwischendurch dann mein neues Headset gekauft. Das war auch, ja, einigermaßen okay, war aber dann am Ende, als ich mir angehört habe, doch nicht so wirklich zufrieden. Und jetzt bin ich halt auf ein relativ altes USB-Mikro umgestiegen. Ich wusste gar nicht, dass die PS4 USB-Mikros überhaupt, ich sag mal, verarbeiten kann. Keine Idee. Aber es funktioniert und gut, jetzt habe ich auch gescheites Equipment, womit ich euch dann hoffentlich, womit ihr mich dann am Ende doch ein bisschen besser versteht. Und nun kann es auch weitergehen. Zuletzt haben wir hier aufgehört in der Hochburg Ibsen. Wir haben diese 4 Spiegel eingesammelt und jetzt müssen wir die 4 Schreine zu diesen Spiegeln finden. Die sind hier irgendwo auf der Welt verteilt. Und wir müssen, glaube ich, beginnen mit dem Wasserschrein. Der dürfte sich hier irgendwo befinden. Muss mal eben ganz genau schauen, wo das jetzt war. Logischerweise irgendwo im Wasser, aber ich glaube, das war hier unten irgendwo. Irgendwo hier gab es diesen Schrein. Andere Seite hier, mal gucken. Ja, da ist er. Dann mal rein da. Mit Lilly und Eiko. Kommt ihr wirklich zurecht? Ich meine zu zweit. War es nicht deine Idee, uns in 2 Gruppen aufzuteilen? Bitte? Was willst du damit? Willst du damit vielleicht andeuten, dass du uns nicht vertraust? Nicht doch. Dann sollst du was andeuten wollen. Hab ich dich. Gib ruhig zu, dass du mit Lilly gehen wolltest. Wenn unsere Strategie aufgehen soll, dann müssten aber auch die anderen Gruppen bald... Ja, du hast recht. Wohin fliegt ihr als nächstes und wer soll mit dem gehen? Brodelnder Krater auf einem Berg. Das ist was für Mahagon und Freya, würde ich sagen. Na dann los. Verstanden, ich hole euch nachher wieder ab. Alles klar. Reden von Frau zu Frau. So, wen ihr jetzt wählt, ist völlig Wurst, denn die Aufteilung übernimmt logischerweise das Spiel nachher. Der Feuerschrein ist... ja, hier oben. Im Eis. Macht natürlich Sinn. Und zwar irgendwo ganz hier oben, da wo es gleich hier so ein bisschen dampft, da sind wir schon. Feuerschrein. Wenn wir näher ranfliegen, überhitzt noch der Motor. Nur noch ein paar Meter. Noch näher ran und wir schmelzen. Gut, dann fliegen wir eben so nah ran wie möglich. Ihr macht euch dann auf den Weg zum Schrein. Wieso muss ich eigentlich mit dieser Frau gehen? Lieber mit Eiko? Nee, lieber nicht. Ich verlasse mich auf euch. So, als nächstes der Windschrein. Meister Vivi und Steiner. Der Windschrein ist auf dem Kontinent hier im Südwesten, Entschuldigung. Und zwar irgendwo hier unten in der Nähe von diesem komischen Ulwert-Ort, wie auch immer das richtig ausgesprochen wird. Irgendwo hier ist ein Berghang. Und da finden wir den Schrein. Ich meine, irgendwo hier. Da ist er. Der Windschrein. Der Wind ist ziemlich stark. Deswegen heißt also Windschrein. Boah, sieh dann, wir sind in Blitzbirne. Schafft ihr es überhaupt bis zum Eingang? Es besteht kein Anlass zur Besorgnis. Dann mal los. Genau so. Von nur ein bisschen Wind lassen wir uns an diesem Boxhorn jagen. Meinst du?
Zack und tschüss. Gehen wir. Jo, und los. Ob die beiden wohl zurechtkommen? Naja, müssen sie schon, ne? Als nächstes kommt Finna und ich. Darum sollte ich mir eher Sorgen machen. Besser nochmal die Ausrüstung checken. Meine Kraft wird durch ewiges Beben in den Tiefen der Erde geschützt. Ja. So, der Erdschrein ist auf dem, ich kann das nie unterscheiden, verschlossener oder vergessener, auf jeden Fall hier oben rechts der Kontinent. Da können wir ganz easy über die Karte hier unten raus und dann hier oben rein und da sind wir schon. Und zwar irgendwo hier, müsste in der Nähe vom Wüstenpalais. Der war ja hier und ich meine, dass hier, da ist er schon. Der Erdschrein. Sehr schön. So, ist ein bisschen Käse, dass, also ich habe ja im letzten Part oder davor die Parts meine Charaktere trainiert, außer Quinna. Weil, wie gesagt, den werde ich nie im Leben benutzen. Aber gut, ich krieg den Kampf auch so rüber. Wir müssen gleich dem Erdtempelwächter entgegentreten und der hat, ja, einigermaßen fiese Attacken drauf. Der macht Erschütterung zum Beispiel, das ist ein Erdschaden. Ich glaube, mit Sedan bin ich sogar dagegen geschützt. Mit Felsenfest. Mal eben gucken. Nee. Aber ich bin durch irgendeinen Ausrüstungsgegenstand, glaube ich, dagegen geschützt, wenn ich mich nicht irre. Quatsch. Hier. Die Mütze wird von geheimen Kräften beschützt, neutralisiert, Angriffselement Erde. Das ist die Ballonmütze. Also mich wird die Erschütterung nicht treffen, Quinna schon. Ist mir aber Wurst, denn ich brauche jetzt nicht unbedingt Quinna für diesen Job. Sidan hat das Urihalkon angelegt und hat auch immer Regina drauf. Von daher, alles gut. So, jetzt müssen wir ganz schnell die X drücken, um über diese Dinger zu springen. Sonst zerquetscht es uns da oben. Und jetzt, das finde ich richtig geil, diese Übergänge hier zwischen diesen, ja, ganzen Schreinen. Das ist richtig cool gemacht. Ja, noch kurz zum Kampf. Also ich kann dem Erdtempelwächter, ich glaube, zwei interessante Sachen klauen. Und zwar, ich glaube, eine Latex-Latoga und eine Kralle für Maragon. Wie heißt die nochmal? Erinnenkralle oder sowas? Wenn ich die nicht sogar schon habe. Aber schauen wir gleich. Ansonsten ist der Kampf relativ einfach. Ich glaube, das Ding hat so knapp an die 15.000 Erfahrungspunkte. Also ich muss nur mit Sidan kämpfen. Also die anderen kriegen das so gebacken. Von daher alles gut. Und da sind wir schon am Erdschrein. Und da muss auch der Spiegel rein. Das machen wir direkt mal. Und schon erscheint der... Na, noch nicht. Ja, die beiden müssen auch kämpfen. Die beiden müssen gegen den Feuerschrein Wächter ran. Die Sequenzen, also beziehungsweise die ganzen... Alles, was hier steht, ist jetzt nicht so interessant. Kuya hat uns bereits erwartet, das ist logisch. Das Ding sieht richtig cool aus. Und die nennen sich die Hüter Terras. Also wenn wir die besiegen, können wir quasi Terra betreten. Und ihr könnt euch denken, dass wir die besiegen. Alles kein Problem. So, darf ich jetzt endlich mal kämpfen, bitte? Die Kombination finde ich übrigens richtig geil. Ich hätte lieber mit den beiden hier gekämpft. Aber gut. Man kann es sich nicht immer aussuchen. So, darf ich jetzt bitte endlich kämpfen? Bla 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 bla.
Ja, die wahre Furcht und bla bla blub. So. Quinna muss einfach nur überleben. Wobei, aber wenn er stirbt, ist auch nicht schlimm. Ich werde mit sie dann jetzt klauen, was geht. Und ich glaube, 5-6 Mal muss ich ihn treffen und dann ist das Ding auch erledigt. Quinna kann auch mal ruhig mal angreifen. Also deswegen kämpfe ich so ungern mit ihm, weil er halt auch diese... So, da ist die Erinnenkralle schon. Und das nächste wird dann die Latex-Toga sein. Oder auch nicht. Hört ruhig mal an. Ja, wie gesagt, ich kämpfe halt ziemlich ungern mit Quinna, weil er halt die Eigenschaft hat, dass seine Waffen... Da ist die Latex-Toga. Dass seine Waffen halt nicht immer das volle Potenzial ausschöpfen. Und das mag ich einfach nicht. Also wenn ich draufkloppe, möchte ich draufkloppen. Und seine Magie ist jetzt auch nicht so die geilste. Deswegen, ihr seht sie dann. Er hat eine richtig geile Waffe am Start. So, also Eisgar, Vollgar, Blitzgar kann das Ding. Ist aber absolut harmlos. Und jetzt habe ich schon einen Hauszustand, das ist sehr gut. So, dann mache ich jetzt mal. Ich glaube, ich kann jetzt schon Sidans letzte Spezialattacke ab. Jawoll. Unabhängig davon, welche Beschaffenheit ich gerade habe, welche Waffe ich gerade trage, was auch immer, Abbruch zieht den Gegner immer. Und zwar in jeder erdenklichen Situation 9999 HP. Und das ist festgeschrieben. Da gibt's gar nichts anderes. So, um sicher zu gehen, mache ich das Ganze nochmal. Und dann ist das Thema hier auch durch. Quinna ist tot, ist mir scheißegal. Und das war's für dich, Erdtempelwächter. Ich krieg nur Scheiße und eine Phoenix-Daune. Aber gut. Spiegel eingesetzt. Und jetzt geht's zurück, die anderen zu holen. Ich frage mich immer noch, wie Lilly und Aiko das geschafft haben, so ein Vieh zu besiegen, weil gut, die können Bestia beschwören. Aber gut. Ah, ich habe noch was Wichtiges vergessen, wo wir gerade hier so unter uns sind. Ich muss dich unbedingt was Wichtiges fragen. Ich warte schon so lange auf die günstige Gelegenheit. Antworte bitte ganz ehrlich, ja? Hast du sie dann lieb? Warum fragst du das so plötzlich? Keine Ausflüchte. Antworte ehrlich. Hast du ihn lieb? Nicht lieb? Was denn nun? Oh, das Luftschiff kommt. Hast du was gesagt? Lass uns gehen. Hey, das ist nicht fair. So, sehr schön. Also dann, ab zur Insel des Lichts. Und dann nach Terra? Ja, ganz in der Nähe von Estogasa. Verrat mir bitte eins, was treibt dich zu all dem? Tja, das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich immer für die Frauen, von daher mache ich jetzt mal Lilly. Du weichst wohl immer aus, was? Ja, anscheinend. Das war mein voller Ernst. Das ist nicht der richtige Ort für Männergespräche. Ich werde einfach nicht schlau aus dir. Tja, wäre ja auch langweilig, nicht wahr? Wenn ich also gegen etwas verloren habe, dann gegen seine Einstellung. So sieht's aus. So. Ich darf endlich wieder mein Team wählen. Und Steiner, Mahago und Vivi sind wieder am Start. Sehr schön. Und jetzt geht's zur Insel des Lichts. Die befindet sich, wie gesagt, in der Nähe von Estogasa. Und das ist genau hier oben. Und zwar exakt hier. Insel des Lichts. Und die machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss.